Okay. Es ist auch ein bisschen was passiert, ne? Also ich habe jetzt zwischendrin nochmal gestreamt und jetzt hat hier Kratos seine neue Rüstung. Also er hat jetzt, ich habe ihm jetzt Full Valkyrie Armor gegeben. Ich denke mal, die werden wir jetzt ja noch brauchen. Und dann gehe ich jetzt noch rüber zum Rad der Rückführung. Wenn ich das hier fertig habe und ich jetzt nicht zu lange dafür brauche, dann ehrlich gesagt mache ich. Gucke ich noch nach diesen Dingens. Nach diesen Erbstücken, ne? Da fehlt mir noch ein bisschen was. Ich glaube, wo war das? Codex war das, ne? Hier. Aufträge Beschwörer. Zerschmetterer habe ich nie gemacht. Die muss ich noch suchen. Die vier Sachen. Und hier hoch die Tassen. Waren so kreativ. Das sind welche sind kleine Kunstwerke. Wie viel habe ich denn davon eigentlich gesammelt? Ich glaube, mir fehlt da wahrscheinlich noch ein oder zwei. Die sind ja im Berg drinnen, ne? Da meinst du auch Bergriesen. Gesichter der Magie. Das war irgendwo noch in der Nähe. Ich glaube, Gesichter der Magie müsste aber noch Flusslande gewesen sein, ne? Ich glaube, das müsste eigentlich irgendwo hier noch mit dran sein, ne? Gefundene Artefakte, genau, 8 von 9. Die Flusslande, da fehlt mir noch irgendwas. Und gefundene Artefakte 5 von 6. Also, ich habe irgendwas übersehen. This is Rota, a chooser of the slain. I thought all the Valkyrie did that. Not exactly, lad. Although that is what they are most famous for, and by far their greatest responsibility. You've seen what happens to the dead without the judgment of the Valkyries. Hellwalkers. That's right. Rota, Gunnar, Skuld. Without them to clean up the aftermath of battle, Hell overflows with souls meant for Valhalla. A sorry state of affairs. Rota must be beside herself. Oh hey, das ist ein Weltenriss. Oh, Sigrun, die hat eine ganze Menge Leben, ne? Also wenn das nicht so ganz so gut klappt, ne? Au. Es sollte, ja, sollte das jetzt passieren, dann wechsle ich kurz den Dings aus. Ne, diesen, packe ich da schnell so einen anderen Zauber ein. Dass hier Kratos 5% weniger Damage von den Valkyren bekommt. Das müsste ja eigentlich dann ganz praktisch sein. Ja. Der Welten. Resistenz gegen Frostangriffe, ne? Das wäre eigentlich gar nicht so schlecht. Gut, das was hat viele Werte jetzt erhöht, ne? Das würde ich jetzt eigentlich so. Permafrostverbrennung, ja, komm, ich merke jetzt weiter. Weiß ich nicht, was das andere bringt, aber. Pack der Zerstörung, Konstruktion.
Valkyrenfluch. Stärke 5, Runen 5. Schaden um von Valkyren um 5%. Ja. Wollte ich eigentlich blocken, ne? Ach, fuck. Muss ich besser konzentrieren. Autsch. Komm. Ich habe ja noch den Rage. Au. Komm, Payback. Mimi ist Payback! Autsch. Holy shit. Hat jetzt den Damage gemacht, Alter. Das ist halt das, ich kann dem Ding halt nicht ausweichen, ne? Autsch. Da bin ich jetzt halt voll selber schuld. Junge, was? Nee, jetzt mach ich nochmal. Also, jetzt mal wirklich. Utgard Hieb. Au. Oh.
Au. War ein schlechtes Timing gerade. Au, jetzt wollte ich das schon wieder nicht. Den Hieb hinterher. Hercule! Und jetzt kommt der Rage gleich rein. Der Wage. Jetzt wird War gewaged. Saved the Valkyries. Sigrun, how did this happen? Mimir, is that you? You have been freed, but... Freedom comes at a price, milady. You speak truly. Countless winters we serve the Allfather. But only through his union to the Queen did we ever taste some measure of freedom. But aren't you the Queen? There has only been one Queen of the Valkyries, the Goddess Freya. When Odin severed her wings, I served in her absence, but it wasn't enough for the Allfather. He used an archaic piece of magic, corrupting my sisters. I tried to contain the damage by imprisoning them in places where they could cause no harm, but soon I lost myself as well. Sigrun, I'm sorry for being so worthless. I could have done something, or tried at the very least. What will you do now? I must reunite with my sisters. Together we can restore balance to the realms. You have the eternal blessings of the Valkyries. Oh, ich kann den Helm nehmen.
Am Ende setzt sich einfach kratzt den selber auf so. Well, we did it. I suppose. You don't sound very happy about it. It's difficult to be happy about anything when you're a reanimated head. I'm grateful we were able to set the Valkyries free. But so much of this could have been avoided if only... You said it yourself, Head. It does not matter anymore. The past is the past. Well, that's awfully cheerful coming from you. I am in a good mood. The dwarves will make use of this helm. Your dad's a wee bit single-minded, isn't he, lad? Definitely. Mein Vater hat nichts als ein Ziel vor Augen. Aktor von Zurückrufen mit RB werden unglaublich mächtig. Geringe Bonusaktivierung schafft eine Explosion mit massiven Schaden. Okay. Vergeltung. Oh. Nerds Zeitstein. Sehr geringe Bonusaktivierungschance, um vorübergehend Gegner in der Nähe zu verlangsamen, wenn Schaden genommen wird. Okay. Asgarder Stahl. Und perfekter Asgarder Stahl. Okay, cool. Jetzt haben wir hier. Jetzt habe ich hier alles fertig. Dann gehen wir mal zurück zu den Dwarfs. Wait. So, Freya is the Valkyrie Queen? She never told us. You never told us. Explain yourself, Head. Or are you bewitched again? Not at all. Freya was Queen of the Valkyries at one point. Part of her marriage dowry included overseeing the Valkyries themselves. As a powerful Vanir goddess, they revered her. I never knew how much until now. Okay. Ja dann, no. Also Mr. Dwarf. Let's sort you out. Axtknauf, Vergeltung. Ich hab kein Silber mehr, ne? Ascheregen, Welt des Feuers. Wäre wahrscheinlich echt actually gar nicht mal so schlecht. Wahrscheinlich kann er nicht damit eins von diesen Valkyrien-Sachen komplett aufrüsten, ne? Muss ich mal gucken, verkaufen. Nee, Zauber. Das dauert kurz einen Moment. So, das kann ich nochmal gucken. So verbesserungsmäßig, ja. Klingenknauf. Schlag der Valkyrie. Bei einem erfolgreichen Bedruck beim nächsten Angriff. Aber ich bin nicht. Ich mach diesen Exekutionsspalter halt nicht so oft, ne? Große Aktivierungschance auf Valkyrenkraft. Ah, okay, mir fehlt einfach nur. Ja, ne? Haut auf jeden Fall die Stärke nach oben. Aber da ist der andere Griff, den ich habe, auf jeden Fall schon mal besser. Sotos Griff der Flamme, ja. Careful! Now you can cut yourself just looking at that thing. So, eben bevor ich den Axttreffer. Oh, auf 8 geht das. Flammenzorn. Bei jedem erfolgreichen Treffer erhöht die Stärke enorm, stellt eine kleine Menge Gesundheit wieder her und verursacht bei normalen Angriffen eine Energiewelle. Oh, okay. Be on the receiving end of those. Ja, okay. Ich habe keine Ahnung, was man mit dem Help machen kann. Oder kann ich den verkaufen? Ach, Sieg und Helm. Ah, ja, okay. Aber Kühnhelm im Laden für Haxe, weil bringt ihn auf ihren Reifen keinen Nutzen. Wow! Nobody's twisting your arm. Okay. Danke für diese Ehrlichkeit.